Guten Morgen. Guten Morgen. Что-то вы вареные сегодня. Ihr seid irgendwie alle wie gekocht. Сварились чуть-чуть? Seid ihr jetzt müde von der Wärme? Пока вы ехали сюда, сварились. Bis ihr hergekommen seid, seid ihr schon müde geworden? God is good. God is good. Похлопай еще Иисусу. Bitte schenkt noch einen Applaus, Jesus. Halleluja. Halleluja. Hey. God is the best. Amen. Сегодня замечательный день. Heute ist ein wundervoller Tag. Правда? Nicht wahr? Мы имели классное прославление. Wir haben einen tollen Lobpreis gehabt. Правда? Nicht wahr? Я не слышу. Ich höre nichts. Когда ты открываешь рот, у тебя сквозняк происходит. Also, wenn du deinen Mund aufmachst, dann ist dort Durchzug. Okay, и тогда у тебя свежий воздух поступает. Also, und dann kommt eine frische Luft rein. Открывай шире рот. Deswegen okay. Solltest du ganz weit deinen Mund öffnen. Ha-ha-ha-ha-ha. Amen. Amen. Скажи Аллилуйя. Sag Halleluja. Amen. Amen. О, теперь уже легче, правда? Jetzt ist leichter, nicht wahr? А теперь давай закричим. Halleluja. Lass uns mal das rausschreien. Еще лучше, правда? Es geht dir noch besser, oder? Frische Luft kommt also, rein. Frische Luft kommt rein. Поэтому не закрывай рта сегодня. Deswegen mach deinen Mund heute nicht zu. Как рыба на воде, на суше, да? Also, du sollst wie ein Fisch am Ufer liegen. Тебе будет лучше. Dann wird es dir besser gehen. И мне тоже, когда я буду видеть, что und ты такой интересующийся. Also, und mir wird es auch gut gehen, wenn ich sehe, dass du dich daran interessierst, was ich sage. Я вижу, что ты такой. Also, wenn ich so sehe, wie du so sitzt, dann werde ich denen predigen. Also, bei denen ist immer der Mund offen. Классно. Das ist da klasse. Не закрывай рот, это красиво. Du sollst deinen Mund nicht zu machen, das ist wirklich cool. Это красиво. Все зубы das ist schön. Видны. Man sieht alle deine Zähne. Даже если у тебя там 5 всего лишь осталось, auch wenn, wenn nur fünf übrig geblieben sind, ist egal. Слава Богу, Halleluja. Gott sei Dank, Halleluja. Amen. Amen. God is good. Слушай, и ты человек особенный. Hör zu, und du bist ein besonderer Mensch. Если ты принял Иисуса. Wenn du Jesus angenommen hast. Знаешь, у нас тема, давай мы включим, покажем. Weißt du, unser Thema? Ну, серия проповедей. Also unsere nächste Predigtserie? Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Скажи так. Sag ungewöhnlich. По-немецки скажи. Sag auf Deutsch. Необычно. Ungewöhnlich. Необычно. Ungewöhnlich. Эй, это честь христиан. Das ist die, das ist das Vorrecht von den Christen. Ungewöhnlich zu sein. Du bist bereits ungewöhnlich. Weißt du, jemand versucht aus aller Kraft ungewöhnlich zu werden. Aber derjenige, der Jesus angenommen hat, der ist tatsächlich ungewöhnlich. Wir sind ungewöhnlich. Hast du das schon mal gehört? Hat es dir jemand anders schon mal gesagt? Du bist irgendwie anders. Also wenn jemand dir so etwas gesagt hat, dann kannst du sagen, yes. Gott sei Dank. Das ist tatsächlich so. Man hat sogar zu mir gesagt, du bist verrückt. Не нормально. А du bist nicht normal. Nicht normal, okay. Чуть-чуть разница есть. Also, es gibt ein bisschen Unterschied. Я говорю, слава Богу. Und ich sage, Gott sei Dank. Я уже давно далекий от нормы. Ich bin schon so lange so weit von der Norm entfernt. Поэтому я горжусь, что я ненормальный. Deswegen bin ich stolz, dass ich nicht normal bin. Amen. Amen. О, ты необычный человек. Und du bist auch ein besonderer Mensch. И когда тебе вот это говорят, это круто. Und wenn man zu dir so etwas sagt, dann ist das gut. Потому что люди мира, они пытаются стать необычными. Denn die Menschen der Welt, die versuchen, ungewöhnlich zu werden. Они пытаются навесить на себя пирсинг где-то там. Also sie versuchen sich Piercings zu machen. Но даже если ты 3 килограмма металла на себя повесил, aber auch wenn du 3 Kilo Metall auf dich hängst, то ты просто обычный пирсинговый человек. Dann bist du einfacher Piercing behängter Mann, Mensch. Amen. И кто-то делает себе тату. Jemand macht sich Tattoos. И где только он не делает себе татус. Und das wird an unmöglichsten Stellen gemacht. Я вчера сидел, одного человека слушал. Also ich habe gestern einem Menschen zugehört. Ага, они разговаривают друг с другом. Also die haben miteinander geredet. О, девушки в носу такая пирсинг здоровая. Also bei der jungen Frau war so ein riesen Piercing an der Nase, so ein Ring in der Nase. И на руках у нее такой тату. Und auf dem Arm hat sie Tattoos gehabt. И они начали соревноваться друг с другом. Und dann fingen sie an miteinander zu wetten. И парень ей говорит, у меня на спине тату. Und der junge Mann sagt zu ihr, ich habe auf dem Rücken ein Tattoo. И сейчас я поеду во Франкфурт делать еще здесь тату. Und ich fahre jetzt nach Frankfurt und mache mir noch ein Tattoo. Я говорю, вау. Und sie, wow. Да это ж так дорого стоит. Das ist doch so teuer. Hey. Hey. Во Франкфурт. Noch nach Frankfurt говорит, noch dazu. Ну если начал, то надо делать. Und er sagt, wenn ich schon angefangen habe, dann
muss man das zu Ende bringen. Weißt du, wenn es der ganze Körper schon bereits mit Tattoos bedeckt ist, dann denkt er sich, ich bin jetzt ein ungewöhnlicher Mensch. Tatsächlich ist er ein ganz gewöhnlicher Mensch, bloß tätowiert. Понимаете? Versteht ihr? Не в этом вообще оригинальность. Und nicht in dem steckt die Originalität von einem Menschen. Ага, и он еще себе петуха сделал. Und dann hat er sich noch so einen Hirokesenschnitt gemacht Hirokese, und ага. Hat die Haare aufgestellt. И это тоже обычный человек, просто с Hirokesen. Und das ist auch ein normaler Mensch, gewöhnlicher Mensch, bloß mit Hirokesenschnitt. Надо уже что-то сильно изощриться, чтобы стать необычным. Also man muss etwas Perverses machen, damit man überhaupt ungewöhnlich Даже если он повесил 3 килограмма пирсинга себе. Auch wenn 3 Kilo Piercings hat an sich. И еще татуировался весь. Und dazu ist voll tätowiert. И еще петуха себе сделал. Und hat sich noch einen Hirokesenschnitt gemacht. Он все еще обычный человек. Ist er immer noch ein gewöhnlicher Mensch. Просто себя немножко поизуродовал. Der hat sich nur bloß ein bisschen verstellt. Amen. Amen. Но если ты чистый, Aber wenn du sauber rein bist, also ich bin froh, dass ich sauber bin von solchen Dingen. Halleluja. Also überall habe ich nichts. Original, вот это оригинал. Also ich bin ein Original. Сегодня попробую найти оригинал на пляже. Versuche mal heute am Strand ein Original zu finden. Кто-то поедет на пляж, попробую найти. Also jemand fährt in Urlaub, also versuch mal am Strand jemanden zu finden. Чистый человек. Einen komplett sauberen Menschen. Это оригинал сегодня. Das ist das heutige Original. Amen. Я комплект оригинал. Ха-ха. Окей. И вот если кто-то все вот такое делает, он не необычный. Und wenn jemand solche Dinge macht, dann ist er trotzdem kein ungewöhnlicher Mensch. И если ты чистенький. Und wenn du sauber bist. Но главное. Aber das Wichtigste. Даже если ты уже и тату себе наклеил. Aber auch wenn du schon Tattoos hast. Если Дух Святой пришел к тебе. Wenn der Heilige Geist zu dir gekommen ist. Ты уже необычный человек. Bist du bereits ein ungewöhnlicher Mensch. Amen. Amen. И Господь тебя принимает, тебя уже с такими вот тату. Und der Herr nimmt dich auch an mit solchen Tattoos. И с твоими пирсингами. Auch mit deinen piercings. Он принимает, но тогда ты когда принимаешь an, Дух Святой. Aber wenn du den Heiligen Geist empfängst. Тогда ты необычный bist du ein ungewöhnlicher Mensch. Amen. Amen. Петухи, правда, станут короче, я тебе скажу. Aber dann sage ich dir gleich, dass dein Hirokesenschnitt gleich kürzer wird. Amen. Amen. Пирсингов будет точно поменьше. Und die piercings werden auch weniger. И татус точно не будет. Und Tattoos werden vielleicht auch verschwinden. Тебе это уже не нужно будет вообще. Denn du wirst das nicht mehr nötig haben. Потому что есть в тебе то, что люди говорят сразу, они тебя видят не по denn твоим dir, каким-то внешним атрибутам. Denn in dir ist dann etwas, was die anderen Menschen sehen, das an dir ungewöhnlich ist, das nicht dein Äußeres das zeigt, sondern dein Inneres. Они другие. Sie sind anders. Знаешь, когда ученики приняли Дух Святой, weißt du, als die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, люди все говорили, это другие. Die alle Menschen haben um sie herum gesagt, die sind anders. Они до этого были обычные. Die waren davor gewöhnlich. Они как все прятались, боялись. Also sie haben sich genauso versteckt wie alle anderen, sie hatten riesige Angst. Но когда они приняли Дух Святой, aber als sie den Heiligen Geist empfangen haben, люди сказали, это другие. Sagten die Menschen, da sind andere Menschen это plötzlich. Это то, что делает тебя необычным. Das ist das, was dich zum ungewöhnlichen Menschen macht. Если в тебе другой дух, wenn in dir ein anderer Geist ist, ты другой человек. Dann bist du ein anderer Mensch. Другой свят это святой дух. Dann weil es ein heiliger Geist ist. Другой дух это святой дух. Also anderer Geist ist der heilige Geist. Скажи Heiliger Geist. Sag mit mir Heiliger Geist. Если в тебе много духа святого, wenn in dir viel vom Heiligen Geist ist, ты особенный еще больше. Dann bist du noch mehr ungewöhnlicher. Okay. Auf besondere Weise. Чем больше духа святого, also je mehr vom Heiligen Geist in dir ist, тем больше ты другой. Desto anders wirst du. Amen. Amen. Поэтому главная забота наша, друзья. Deswegen unsere größte Sorge muss sein. Это не напрягаться чем-то там, стараться сделать себя. Oder unsere größte Mühe soll nicht sein, sich irgendwie anzustrengen, etwas aus sich zu machen. Но когда ты просто наполняешься Духом Святым. Sondern wenn du einfach dich mit dem Heiligen Geist erfüllst. Мы с Леной у нас имеем розы. Wir haben mit Lena zusammen im Garten Rosen. Если ты понюхаешь настоящий цветок. Und wenn du eine echte Blume mal dran riechst. Он пахнет. Also es riecht. Okay. Okay. Искусственное, он выглядит красиво. Also ein künstliches, das schaut schön aus. Может быть даже почти оригинал. Und vielleicht schaut das Original ähnlich. Но ты подходишь. Aber du kommst näher. И ты понимаешь, туфта. Und du verstehst, das ist ein туфта. Туфта. Okay. Потому что нет запаха. Eine Vogelscheuche oder was ist das? Потому что нет запаха. Also es gibt keinen Geruch. Okay. И когда христианин пахнет.
Und wenn ein Christ, Christ riecht, oh, das bemerken die Menschen. Okay, okay? Du bist dann ein Original. Und irgendein Geruch kommt von dir ab. Das ist nicht dein Schweißgeruch. Das ist nicht Zigarettengeruch. Sondern das ist der Heilige Geist. Amen. Und mich freut diese Geschichte über diese vier Jungs, wo wir letzten Sonntag geredet haben. Помните? Könnt ihr euch erinnern? Das waren vier ungewöhnliche Jungs, die das Imperium besiegt haben. Lass uns mal Daniel 1 aufschlagen, den Vers 19. И не нашлось подобных Даниилу, Ананию, Мисаилу и Азарии. Aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, wie sie, die ihnen gleich waren. Не было похожих. Also es gab keine anderen, die ihnen gleich waren. Они были необычны. Sie waren ungewöhnlich. Ungewöhnlich, okay? Okay. Скажи, ungewöhnlich. Sag mit mir ungewöhnlich. Еще раз. Nochmal. Эти четверо, они были необычны. Und diese vier waren ungewöhnlich. И они восхищали людей. Und sie haben die Menschen erstaunt. Они восхищали царя. Sie haben auch sogar den König erstaunt. Почему? Wieso? Однажды они восхитили Бога. Und eines Tages haben sie auch Gott erstaunt. И потом они стали восхищать людей. Und dann fingen sie an, die Menschen zu erstaunen. Сперва надо восхитить Бога. Also zuerst muss man Gott erstaunen. И потом ты будешь восхищать людей. Und dann wirst du die Menschen erstaunen. Okay? Это плохо, если ты не хочешь никого восхищать. Es ist schlecht, wenn du niemanden erstaunen möchtest. Хорошо, если ты хочешь быть другим. Es ist gut, dass du anders sein möchtest. Если ты хочешь восхищать Бога. Wenn du Gott erstaunen willst, begeistern. Если ты хочешь радовать людей. Wenn du die Menschen erfreuen willst. Это любовь. Dann das, ist das dann Liebe. Amen. Amen. Если не хочешь никого восхищать, ну, это значит, нет любви, наверное. Also wenn du niemanden erstaunen möchtest, nicht niemanden begeistern, dann heißt das wahrscheinlich, dass du keine Liebe hast. Я хочу восхищать Господа. Also ich möchte den Herrn erstaunen. Хочу восхищать мою жену. Ich möchte meine Frau erstaunen. Хочу радовать людей. Ich möchte die Menschen erfreuen. Хочу радовать всех, кто рядом. Ich möchte alle in meinem Umfeld erfreuen. Ну, это жизнь. Das ist das Leben. Нормально, красиво, я думаю. Das ist, glaube ich, normal und es ist schön so. И плохо, если кто-то сидит просто один дома. Und es ist schlecht, wenn jemand alleine zu Hause rumhockt. Мы сейчас проехали мимо моста. Wir sind davor an einer Brücke vorbeigefahren. Только что проезжали мимо моста. Also gerade vor dem Gottesdienst. И там человек стоит на мосту. Und dort steht ein Mann an der Brücke. И пока мы ехали, он все время так смотрел. Und solange wir fuhren, stand er da und hat so vor sich her geschaut. Мне так жалко, я устал. Also der hat mir so leid getan. Я думаю, Господи. Ich habe mir gedacht, oh Herr. Только бы не спрыгнул. Ich hoffe, dass er nicht runterspringt. Ich habe sogar für ihn gleich gebetet. Weißt du, es gibt heute viele einsame Menschen. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Am Sonntagmorgen. Man muss nicht arbeiten. Man hat keine Frau. Man hat keine Kinder. Und besondere Freunde hat man auch nicht. Und so kommen halt solche komischen Gedanken. Aber es ist so schön, wenn du jemanden, oder es ist so toll, wenn du jemanden anderen erfreuen willst. Nicht wahr? Also du kommst schön angezogen am Sonntag. Du machst Komplimente dem anderen. Du nimmst auch Komplimente an. Du schaust schön aus. Du bist in das Haus Gottes gekommen. Man wartet auf dich hier. Amen. Amen. Hey, это классно. Und das ist klasse. Утро. Sonntagmorgen. Halleluja. И вот эти ребята, они что-то сделали особенное. Und diese Jungs, die haben etwas Besonderes gemacht. И этим восхитили Бога. Und damit haben sie Gott erstaunt. Что они сделали особенное? Was haben sie gemacht? Отказались от еды. Sie haben einfach das Essen abgelehnt. Also jedes Essen, was jeder andere Jugendliche gerne gegessen hätte. Also jeder Jugendliche hat Hunger und möchte essen. Also gewöhnlich. Also normal ist es so. Und man braucht immer mehr. Aber diese wollten nur einfach nur Gemüse und Wasser trinken. Und das war ihr Prinzip. Sie wollten den Herrn nicht betrüben. Sie haben das nicht wegen dem Papa oder wegen der Mama gemacht. Also Papa und Mama haben das gesagt. Nein. Mama und Papa sind schon längst in einem anderen Land. Aber Gott war da. Und sie wollten nicht so sein wie alle. Gott hat gesagt, es ist verboten.
Es ist verboten. Punkt aus. Нельзя. Punkt aus. Basta. Verboten. Aus, basta. И вот так они решили. Und so haben sie auch das beschlossen. Okay. Господь этому очень обрадовался. Und der Herr hat sich ziemlich gefreut darüber, и über diese Entscheidung. Они 10 дней этого не делали. Und die haben das 10 Tage lang nicht gemacht. И поэтому в 10 раз больше стали умнее. Und deswegen waren sie 10 Mal klüger geworden. Hörst du das? 10 дней. Also 10 Tage lang. Они отказывались. Haben sie dieses Essen abgelehnt vom от König. Греха. Also sie haben die Sünde abgelehnt, kann man so sagen. Und wurden 10-mal klüger als alle anderen um sie herum. Also für jeden Tag haben sie eine neue Ebene erreicht. Halleluja. Halleluja. Gott kann gut zählen. Also zumindest bis 10. Если ты в три дня бы отказался, в три раза стал бы умнее. Also wenn du 3 Tage wenigstens abgelehnt hättest, dann würdest du 3-mal klüger werden. Господь, спасибо тебе. Danke dir, Herr. Эти ребята, они оказались самыми умными. Und diese Jungs sind die klügsten von den anderen самыми gewesen. Мудрыми. Die waren die weisesten. Хотя прочие были тоже не дураки. Obwohl alle übrigen auch nicht dumm waren. Они все были элитные ребята. Also sie waren alle aus der Elite. Они все были в лучшем университете страны. Also sie haben die beste Uni besucht von dem Land. Навуходоносор был самый великий царь того времени. Und der Nebukadnezar war zur damaligen Zeit der größte König überhaupt. Это был величайший стратег. Das war der größte Stratege. Ты сегодня можешь еще увидеть его дворцы. Du kannst sogar heute noch seine Schlösser sehen. Он Bauten. Не собирал вокруг себя дураков. Er hat um sich herum keine Dummköpfe versammelt. И поэтому он выбирал лучших из страны. Und deswegen hat er die besten aus dem Land rausgesucht. И потом давал им лучшее образование. Und dann hat er ihnen die beste Ausbildung gegeben. И он знал, что делал. Und er wusste, was er tat. Okay. Я однажды был в Париже, одна мама очень сильно гордилась своим сыном. Ich war mal in Paris und da war eine Mutter sehr stolz auf ihren Sohn. И рассказывала мне. Und erzählte mir. Мой сын. Mein Sohn. Учится в Сорбонне. Сорбонне? Genau so. Also er lernt in Sorbonne. Я точно так же отреагировал. Okay. Я говорю, Сорбон? Und ich so, Сорбон? Она говорит, а вы что? Und sie so, wie kennt ihr das nicht? Вы не знаете Сорбон? Kennt ihr denn Sorbonne nicht? Сорбон – это высший университет во Франции. Also Сорбон, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist die beste und die größte Uni in Frankreich. Я говорю, да. Ja, und ich so, ja. И отвернулся. Und hab mich umgedreht. Она была так обижена. Sie war so dermaßen beleidigt. Ужас. Schrecklich. Ужас. Никто не похлопал, что ее сын учится в Сорбонне. Also keiner hat ihr applaudiert dafür, dass ihr Sohn in diesem Sorbonne-Uni ist, oder да. War. И Навуходоносор, он выделил этих ребят. Aber der Nebukadnezar, der hat diese Leute ausgesondert, diese Jungs. Знаешь, почему я отвернулся? Weißt du, wieso ich mich umgedreht habe? Weil kluge Menschen am Sonntag sitzen sie nicht zu Hause. Amen. 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 Sie sind im Haus Gottes. Und diese Prüfung, was auf diese 4 Jungs plötzlich kam, der König selbst hat diese Prüfung ihnen abgenommen. Er stellte ihnen Fragen und erstaunte immer und immer wieder. Und das waren richtig konkrete Jungs. Они вроде бы колхозники из какой-то Иудеи. Irgendwie sind sie aus irgendeinem Kaff, also aus Juda damals. Иудея это была вообще провинция. Also Juda war damals nur bloß eine Provinz. Но они умнее всех моих людей. Aber sie sind klüger als alle meine Leute. Знаешь, однажды, когда я учился в институте. Weißt du, als ich mal in Uni studiert habe. К нам в класс попали монголы. Kamen zu uns in die Klasse Leute aus Mongolei, Три also человек. Mongolen. Три монголы. Also 3 Mongolen. Монголы. Mongolen. Знаешь, и вот все, weißt которые du? Там были в классе, они с ними не общались. Weißt du, und alle anderen, die in der Klasse waren, die haben sich mit denen überhaupt nicht unterhalten. Приехали so ungefähr. Was Монгол. Sind das für welche Mongolen? В юртах своих пусть живут там. Die sollen in ihren Jurtas leben und они, ага. А они оказались умнее всех. Aber es hat sich herausgestellt, dass sie klüger waren als alle anderen. Что касается физики и математики. Also was Mathematik und Physik anbetraf. И что касалось чертежей. Und alles, was die Zeichnungen anbetraf. Они рисовали такие Мерседесы. Sie haben solche Mercedes
Autos gezeichnet. Я смотрел, я не верил глазам. Also ich schaute und ich konnte mir meinen Augen nicht drin nicht glauben. И я подружился с ними. Und so habe ich sie zu Freunden gewonnen. И мы стали вчетвером такие. Und so wurden wir vier so. Знаешь, когда ты выбираешь умных ребят в друзья, weißt du, wenn du kluge Jungs als Freunde wählst, тебе всегда будет хорошо. Dann wird es dir immer gut gehen. Amen. Поэтому никогда не выбирай дураков в друзья. Deswegen wähle niemals Dummköpfe als deine Freunde. Amen. Даже если этих людей не другие не принимают, auch wenn diese Menschen andere nicht annehmen, а ты стань их другом. Aber sei du ihr Freund. Okay, и вы станете особенными. Und ihr werdet zu besonderen Jungs. И поэтому, когда мне нужна была помощь по физике, und deswegen, als ich dann Hilfe brauchte in Physik, я просто отправлял это дело моим друзьям. Dann gab ich das einfach meinen Freunden. А сам шел на свидание к жене. Und selber ging ich dann zum Date zu meiner Frau. Мы тогда как раз дружили. Also zur damaligen Zeit haben wir genau an die Beziehung angefangen. Мне было некогда учиться. Ich hatte keine Zeit gehabt zu lernen. Какая может быть математика? Also was für Mathematik? Когда там у тебя есть еще возлюбленная. Wo du dort dein geliebtes Mädchen hast. И поэтому дело делали монголы. Deswegen haben alles die Mongolen gemacht. Они были молодцы, делали классно. Все. Also die waren echt tolle Jungs, die haben wirklich alles erledigt für mich. И это была супер дружба. Und es war wirklich eine tolle Freundschaft. Знаешь, когда у тебя умные друзья. Weißt du, wenn du kluge Freunde hast. Это здорово. Und das ist gut. И поэтому Навуходоносор выделил этих четырех. Deswegen hat Nebukadnezar diese vier Jungs ausgesondert. Но он пытался узнать секрет. Почему? Aber er hat versucht, dieses Geheimnis zu entschlüsseln. Wieso? Почему вы умнее стали? Also wieso seid ihr klüger geworden? Они говорят, не знаем, царь. Und sie antworteten, wir wissen selber nicht. Мы просто вот решили твою гастрономию не кушать. Wir haben einfach nur beschlossen, deine Gastronomie nicht zu essen. Знаешь, вот не потому, что не нравится, ты не обижайся. Weißt du, es ist nicht deswegen, weil es uns nicht gefällt. Ну, просто ich hoffe, du bist nicht beleidigt, aber wir haben Gott. Который сказал, вот этих всех копытных не есть. Der gesagt hat, alle diese hufhaltigen Tiere, also alle, die хры-хры sind, это для тебя, а для нас другое. Also alle Schweine, das ist für dich, aber für uns ist was anderes. И царь говорит, да ну. Und der Nebukadnezar sagt, wieso? И это все. Und das war's. Говорит, да, все. Und er fragt, ist das alles? Und sie, ja, ну, es ist alles. Особого ничего не делали. Und mehr haben wir nichts Besonderes gemacht. Знаешь, я вспоминаю еще одного мальчика. Weißt du, ich erinnere mich noch an einen Jungen, который был умнее всех. Der klüger war als alle anderen. И он сидел в храме. Da saß in einem Tempel. И старики, бородатые раввины сидели, удивлялись. Und die alten Männer mit großen Bärten, die Rabbins, die saßen um ihn herum und haben sich erstaunt. Откуда у него такая Woher hat er so eine Klugheit? Откуда у него 12 лет? Woher hat er diese Weisheit? Er ist doch 12 Jahre alt gerade. Когда он открывал рот. Und als er aber seinen Mund öffnete. У людей они тоже открывались. Sind die Münder bei den Menschen auch aufgegangen. Это был наш Господь Иисус. Das war unser Herr Jesus. В 12 лет. Mit 12 Jahren. Почему? Wieso? Между прочим, потому что он любил дом Божий. Dazu gesagt, weil er das Haus Gottes liebte. И поэтому он остался в этом храме. Deswegen blieb er in diesem Tempel. Хотя все его родственнички уже давно отправились домой. Obwohl alle seine Verwandten schon längst auf dem Weg nach Hause waren. Они сделали свой ритуал. Die haben ihr Ritual vollzogen. Они там что-то там пожертвовали. Die haben etwas dort geopfert. Halleluja, amen. Halleluja und amen. И все пошли домой. Und dann gingen alle brav nach Hause. Потом через три дня вдруг оглядывается, Иисуса нет. Und nach drei Tagen schauen sie sich um und Jesus ist nicht da. Немножко странные родители, правда? Also es sind ein bisschen seltsame Eltern, nicht wahr? День, also am dritten Tag, wo sie merken, dass das Kind nicht da ist, aber sie dachten, er ist irgendwo bei den Verwandten. Aber Jesus blieb im Tempel. Und als sie ihn schlussendlich gefunden haben, сказал, hat er ihnen gesagt, wieso habt ihr mich gesucht? Man sollte gleich in den Tempel gehen, wo soll ich sonst denn sonst sein? Ich werde immer im Haus Gottes sein. Man muss mich nicht am Fußballfeld suchen. Man muss mich nicht bei einer Diskothek suchen. Man muss mich nirgendwo in irgendwelchen Clubs suchen. Also wenn du mich finden willst, dann komm in das Haus Gottes. Amen. Und das ist toll, wenn jemand über dich genauso spricht. Пропал,
человек. О, der Mensch ist verloren. Всегда в доме Божьем. Er ständig im Haus Gottes. Эй, тогда ты не пропал, ты нашелся. Dann heißt das, dass du nicht verloren bist, sondern dass du gefunden Halleluja. Wurdest. Halleluja. Воздай славу Господу. Gib Gott die Ehre. Иисус, Иисус, Иисус. Halleluja. И ты хочешь особенное благословение. Und du möchtest einen besonderen Segen. Кто хочет особенное? Also, wer möchte von euch einen besonderen Segen? Ну, не ради галки, да? Also, nicht für das Häkchen. Хочу особенное благословение. Sondern ich möchte einen besonderen Segen. Я уже особенный, да. Also, ich bin bereits besonders. Скажи громко, амэ. Sag laut Amen. Я уже особенный. Also, ich bin bereits besonders. Но я хочу еще особенное благословение. Aber ich will noch einen besonderen Segen haben. И поэтому вот что-то должно происходить. Deswegen muss etwas noch geschehen. Потому что, ну, если ты будешь как все, будешь как все и получать благословение. Denn wenn du so sein willst wie alle anderen, dann wirst du genauso wie alle anderen deinen Segen bekommen. Если же я ищу Бога как, не как все. Aber wenn ich Gott so suche, nicht wie alle anderen. Если я жертвую не так, как все. Wenn ich opfer nicht so wie alle anderen. Если я молюсь не так, как все. Wenn ich so bete nicht wie alle anderen. Тогда Бог даст мне не как всем. Dann wird Gott mir auch so geben, nicht wie alle anderen. Потому что Бог не коммунист. Denn Gott ist kein Kommunist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Он не говорит всем поровну. Er sagt, allen soll das Gleiche geschehen. Sagt er nicht. Nein, sagt Amen. Er nicht. Amen. Okay. Он знает, кто ищет его. Also, er weiß, wer nach ihm richtig sucht. Кто особенно его любит. Wer auf besondere Weise ihn lieben lernt. Жертвует. Der besonders opfert. Эти люди, они по-особенному будут благословлены. Und diese Menschen werden auch auf besondere Weise gesegnet werden. И поэтому сегодня у меня тема тоже необычная. Deswegen habe ich auch ein Thema heute, das auch ungewöhnlich ist. Хо, это было только начало. Das war nur der Anfang vorhin. Я не знаю. Ладно, давай включим Okay. Марк, Lass uns mal einstellen. Главу. Einschalten, Markus 14, Kapitel 14 und ab dem Vers 3. Und als er in Bethanien im Haus Simons den Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber auch etliche unwillig bei sich selbst und sagten, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Dinare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, das wird man auch von ihr sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Halleluja. Also über diese Frau sprechen alle. Auf irgendwelchen Fidschi-Inseln. Man kennt sogar die dort. Was hat sie denn getan? Она сделала необычное дело. Sie hat eine ungewöhnliche Sache getan. Поэтому про нее все говорят. Deswegen spricht jeder über sie. Все читают. Alle lesen über sie. В церквях. In der Gemeinde. А была она очень нехорошая женщина. Aber sie war keine so gute Frau vorher. Абсолютно нехорошая. Sie war absolut keine gute Frau. Ее стиль жизни был нехороший. Ihr Lebensstil war absolut schlecht. И люди это знали. Und die Menschen wussten es. Этот Симон знал. Dieser Simon hat das gewusst. Ученики знали. Die Jünger haben das gewusst. Und die haben sich sehr erstaunt, warum er das gemacht hat. Dass sie plötzlich plötzlich reingekommen ist. Also in ihre heilige Atmosphäre. Und sie saßen so alle da, so ganz wichtig. Alle haben so klug Jesus zugehört. Ja, Herr. Das stimmt. Und dann wurde diese Atmosphäre so ein bisschen so langweilig. So ungefähr, ja Herr, komm schon langsam zum Schluss. Dort haben wir bald Mittagessen. Gibt es Mante oder Kartoffeln? Die haben schon angefangen zu träumen. Und plötzlich bricht diese Frau herein. Wie ein Vulkan. Also bricht sie in ihre Atmosphäre herein.
делает что-то вообще невероятное. Он macht ganz was Unglaubliches. Okay, она берет этот сосуд свой. Also sie nimmt dieses Fläschchen. Я видел эти алабастровые сосуды. Also ich habe mal diese Alabasterfläschchen mal gesehen. В одном музее. In einem Museum. Они как стекло. Die sind wie Glas. Они очень драгоценны. Sie sind sehr, sehr kostbar. Тогда были еще драгоценнее. Und zur damaligen Zeit waren sie noch kostbarer. И его можно просто раздавить. Man kann es einfach nur zerbrechen, einfach in der Hand. Она сделала так. Und sie hat es auch so gemacht. Она могла вытащить затычку. Also sie hätte diesen Stöpsel rausnehmen können. Подойти к Иисусу. Zu Jesus kommen. И сделать ему раз, und два, einfach nur три. Eins, zwei, drei. Auf ihn tropfen. Иисус, und dann Halleluja, Jesus, danke. Aber sie hat das nicht getan. Sondern die hat es komplett zerbrochen. Und auf seine Füße. Und über die Jünger lesen wir, dass es Judas war. Und Judas sagt, was für eine Verschwendung. Dort sind doch so viele Arme там um uns. Dort sind viele Penner und Obdachlose. Also wir hätten alle 500 Leute nähren können. Иисус говорит, ну-ка, aber Jesus sagt, ну-ка, рот закрыли. Also macht einmal euren Mund zu. Оставьте ее. Lasst sie. Она доброе дело сделала для sie меня. Hat ein gutes Werk gemacht für mich. И она начала что-то вообще делать непонятное. Und die hat etwas angefangen, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Потому что она стала плакать. Denn sie fing an zu weinen. Ihre Tränen kamen runter. Sie sind gemeinsam mit diesem Salböl vermischt worden. Und plötzlich fing sie an, mit ihren Haaren diese Tränen zu abzuwischen. Die Menschen waren schockiert. Aber Jesus sagt, lasst sie. Zapach пошел. Und es verteilte sich ein Wohlgeruch. Und plötzlich haben sich die Jünger angefangen zu schämen. Sie haben angefangen, sich zu schämen. Denn sie haben Jesus nichts angeboten. Dort gab es keinen Diener. Also gewöhnlich war ein Diener da, der die Füße gewaschen hat, aber der Diener war nicht da. Und so kamen sie alle mit ihren dreckigen Füßen dahin. Also sie haben ja keine Socken gehabt, wie du vom Calvin Klein. Oder Salamander-Schuhe. Also sie kamen barfuß, dreckig. Und so sitzen sie eins, zwei, drei Stunden. И все грязные. Und alle sind dreckig. И никому дела нет, что надо помыть ноги друг другу. Und keiner kommt auf die Idee drauf, einander die Füße zu waschen. Знаете, это стало привычкой. Wisst ihr, es kam zur Gewohnheit bereits. Ученики так привыкли к Иисусу. Dass die Jesus sich so an Jesus gewöhnt haben. Им даже мысли не пришло в голову, что надо что-то сделать. Dass die nicht einmal auf einen Gedanken kamen, dass man etwas tun sollte. Что-то принести Иисусу хотя бы воды, что ли. Also etwas für Jesus zu tun, vielleicht für ihn Wasser zu bringen. Хотя бы вот стакан воды дайте. Oder vielleicht wenigstens mal ein Glas Wasser. Nee, они уже умные такие. Aber nein, sie waren schon ziemlich klug. Петр, он уже по воде und gebildet. Also Petrus ist bereits auf Wasser gelaufen. Какая там вода? Also was für Wasser dann? Я уже по воде сам ходил. Also ich bin schon selbst auf dem Wasser gelaufen. Там Иоанн, он уже самый любимый ученик Иисуса. Und der Johannes, das ist der geliebte Jünger von Jesus. Er weiß schon alles. Он лучше у груди полежит. Also er würde lieber bei Jesus liegen. Зачем ему ноги мыть? An seine Brust. Warum soll ich ihm überhaupt die Füße waschen? Андрей, он считать умел классно. Und der Andreas, der konnte sehr gut zählen. Короче, все были уже на коне. Also alle waren bereits auf dem Pferd. Also alle waren bereits schon auf der Höhe von ihrer Klugheit. Aber Jesus hat ihnen keine Anmerkung gemacht. Also er verstand, dass da etwas anderes passieren musste. Denn sonst würde es links rein und rechts rausgehen, diese Bemerkung von Jesus. Und einmal, das war sein letztes действие. Und eines Tages, das war seine letzte Handlung, это была последняя вечеря, also das war das letzte Abendmahl, когда Иисус решил сделать что-то необычное, wo Jesus beschlossen hat, etwas Ungewöhnliches zu machen. Он говорит, вам всем нет дела, да? Er sagte, euch, ist kein, euch kümmert das nicht, что у меня ноги грязные, dass meine Füße dreckig sind, что у вас у всех ноги грязные, dass eure Füße dreckig sind. Вам нет дела, да? Also es interessiert euch überhaupt хорошо, nicht. Хорошо. Okay?
Okay. Он okay. скидывает с себя верхний пиджак. Dann tut er sein Obergewand runter. Берет полотенце. Nimmt ein Leintuch. Тазик с водой. Nimmt einen Schüssel mit Wasser. И подходит к ученикам. Und geht dann zu seinen Jüngern. И каждому из них. Also zu jedem von denen. На коленях. Und kniet vor ihnen. Начинает мыть ноги. Und fängt an, ihre Füße zu waschen. Ученики были в шоке. Die Jünger waren schockiert. Да. А потом Иисус сказал. Und dann sagte Jesus. Если я Господь и учитель. Also wenn ich der Herr bin und der Lehrer. А я точно то. Und ich bin genau der. И я вам умыл ноги. Ich habe euch die Füße gewaschen. То и вы должны умывать ноги друг другу. Dann müsst ihr auch einander die Füße waschen. Знаешь, сегодня нам не нужно мыть ноги друг другу. Weißt du, wir müssen heutzutage nicht einander die Füße waschen. Ты уже сказал, наверное, слава Богу. Du hast wahrscheinlich gedacht, oh Gott sei Dank. Посмотрел на ноги соседа. Hast die Füße des Nachbarns angesehen. Слава Богу, не надо. Gott sei Dank brauche ich die Füße vom Nachbarn nicht zu waschen. Но знаешь, что если бы Иисус сегодня жил бы, aber weißt du, wenn Jesus heutzutage gelebt hätte, он бы не стал ноги мыть, я думаю. Ich glaube, er würde nicht die Füße waschen. Но он сделал бы что-то более другое. Aber er hätte wahrscheinlich was anderes gemacht. Он сделал бы точно что-то. Also er hätte bestimmt etwas anderes gemacht. Что показало бы глубокое смирение. Das eine tiefe Demut gezeigt hätte. Например, массаж ног. Zum Beispiel Fußmassage. Каждому из учеников. Also jedem der Jünger. Подошел бы, сделал ему массаж ног. Also er würde hingehen und eine Fußmassage machen. Это Иисус сделал. Und das hat Jesus gemacht. Он помыл им все ноги. Er hat allen ihren die Füße gewaschen. И однажды, когда вот эта женщина первая, она пришла и сделала это омовение ног. Und als diese Frau kam und als erste diese Füße gewaschen hat. И ученики оказались такие растерянные. Und die Jünger blieben so verwirrt zurück. Они могли бы научиться у женщины. Die hätten schon bei dieser Frau lernen können. Они могли бы в следующий раз уже ему помыть ноги. Also die hätten schon nächstes Mal ihm die Füße waschen können. Но никто до этого не додумался почему. Aber keiner kam auf diesen Gedanken aus irgendeinem Grund. До конца его жизни. Also bis zu seinem Lebensende. Это была та женщина, которая ему добровольно помыла ноги. Das war diese Frau, die ihm freiwillig die Füße gewaschen hat. Знаешь, мы сегодня стали умными такими. Weißt du, wir sind heute so klug und gebildet geworden. Я вообще вот думаю, каждому проповеднику, кто выходит на сцену. Ich denke mir, dass jeder Prediger, der auf die Bühne rauskommt. А, мы уже стали умными. Wir sind alle sehr klug geworden. Надо сперва экзамен устроить. Man muss erst einmal eine Prüfung machen. И дать ему помассажировать все ноги. Und erst einmal ihn mal die Füße massieren lassen. Да. Nicht massieren lassen, sondern massieren bei anderen. Или пригласить его дома попутцать у кого-нибудь. Oder ihn vielleicht einladen und zu Hause bei jemandem putzen. Или Rasenmähen у пастора. Oder vielleicht Rasenmähen. Это классно. Das ist gut. Das ist ein guter Examen. Das ist eine gute Prüfung. Examen. Das ist eine gute Prüfung. На смирение. Prüfung für Demut. Что кто этого не может сделать? Denn derjenige, der das nicht tun kann. Там он нечего делать на сцене. Der hat keinen Platz hier auf der Bühne. Amen. Amen. Если у тебя вот ячейка есть, научись это делать. Also wenn du einen Hauskreis hast, eine kleine Gruppe, dann lerne es zu tun. Один раз сделай массаж всем ног. Mach einmal die Fußmassage für jeden. И потом каждый по очереди друг другу. Und dann muss jeder einander eine Fußmassage machen. Это будет супер ячейка, я тебе скажу. Das wird wirklich eine super Kleingruppe werden. Тема уже не нужна будет. Man braucht dann kein Thema mehr. Абсолютно. Absolut kein Thema mehr. Они поймут это на всю жизнь. Also sie werden das für ganzes Leben lang begreifen. Amen. Amen. Однажды ячейка с фußmassage. Я рекомендую. Also ich rate euch eines Tages mal so eine Kleingruppe mit Fußmassage zu machen. Лидера, also mit Leiter anzufangen. Und mit allen anderen übrigen. Halleluja. Fortsetzen und einander die Fußmassage machen. Amen. Amen. Смирение. Demut. Это дает благодать. Das gibt die Gnade. И поэтому эта женщина, она стала такой необычной. Deswegen wurde auch diese Frau zu so einer ungewöhnlichen Frau. Когда ты входишь в какую-то атмосферу, wenn du in irgendeine Atmosphäre reinkommst, и тебя не принимают, und man nimmt dich nicht an, ты это чувствуешь. Du fühlst das. На работу ты пришел, du gehst in die Arbeit, и вдруг все стали тихо. Und plötzlich sind alle ruhig geworden. Ты понимаешь? Du begreifst? Они сплетничали про тебя. Die haben über dich vorher gelästert. И ты уже чувствуешь себя. Und du fühlst dich schon irgendwie unwohl. Du hast keine Lust, dann dort zu bleiben.
Aber diese Frau kam hinein. И там вся такая атмосфера. Und dort war diese Atmosphäre. Они тут же друг другу на ухо. Also die fingen gleich sich einander irgendwas zu flüstern. И хозяин дома показывает пальцем на нее. Und der Herr des Hauses zeigt mit dem Finger auf sie. Was macht sie überhaupt hier? Wer hat sie überhaupt hier reingelassen? Ты знаешь, можно было так легко обидеться. Weißt du, man hätte so schnell sich beleidigen können. И так легко уйти. Und man hätte so leicht weggehen können. Или, по крайней мере, просто так же, как все умно сесть и слушать. Oder wenigstens so wie anderen sich hinsetzen und ganz brav zuhören. Да, Иисус, да. Ja, Jesus, ja, потом, Jesus. Как все уйти домой. Und so wie alle anderen gleich nach Hause Но gehen. Эта женщина прорвалась сквозь эту атмосферу. Aber diese Frau ist durchgebrochen durch diese Atmosphäre. Знаешь, когда ты хочешь по-настоящему полюбить или оказать свое внимание Богу. Weißt du, wenn du in Wirklichkeit oder in Echtheit Gott lieben lernen möchtest und ihm, ja, ihm deine Liebe zeigen kannst, willst, dann musst du durch diese Atmosphäre von deinem Fleisch durchbrechen und zu ihm rennen, auch wenn alle übrigen nichts tun und ihm zu zeigen, dass du ihn so sehr brauchst und willst. Amen. Amen. Когда ты здесь слушаешь, wenn du hier zuhörst касается, und der Herr berührt dich говоришь, да, дьявол, все, und du sagst, ja, Teufel, Scheidung mit dir. Also ab dem heutigen Tag werde ich richtig beten. Домой, aber du kehrst zurück nach Hause und dort ist so eine Atmosphäre vom Kühlschrank. Не поощряет верить в Бога. Also dort begünstigt keiner как? Dich an Gott zu glauben. И можно как опять, как вот все. Und man kann genauso sein wie alle anderen. Эй, давай не позволим остановить плоти наш поиск Бога. Lass uns nicht unserem Fleisch zulassen, dass uns die Suche nach Gott nicht zulässt, sondern unterbricht. Не люди. Ни твои собственные чувства не могут остановить истинный поиск Бога. Also nicht die Menschen, nicht deine eigenen Gefühle können stoppen, nach Gott zu suchen, nach Gott zu streben. Когда я ищу Бога, wenn ich nach Gott suche, я отодвигаю головную боль, dann schiebe ich meine Kopfschmerzen weg, какие-то обидчивости, oder irgendwelche Kränkungen, какие-то негативные чувства, oder irgendwelche negativen Gedanken, и усталость, Gefühle und meine Müdigkeit. Эй, я ищу Господа. Und ich suche nach Gott. Докажи, что ты любишь Господа. Beweise, dass du Gott liebst. Сегодня тоже. Und auch heute. Мы сейчас будем принимать причастие. Wir werden jetzt am Abend mal teilnehmen. И эта женщина, она остается перед нами. Und diese Frau, die bleibt vor uns. Как пример. Als Beispiel. Разбитый сосуд. Dieser zerbrochene Gefäß. Иисус же знал, что это не был сосуд разбитый, а ее сердце разбитое. Jesus hat ganz genau gewusst, dass es kein zerbrochenes Gefäß war, sondern ihr Herz. Она сердце свое разбила. Sie hat ihr Herz zerbrochen. Знаешь, когда вот ты сейчас здесь сидишь, weißt du, wenn du jetzt heute hier sitzt, Господь видит твое сердце, der Herr sieht dein Herz. И он говорит, эй, там у тебя еще не раскупоренное есть. Er sagt, dort ist etwas noch was verschlossenes, was aufgemacht werden muss. Давай поговорим с тобой об этом. Lass uns miteinander darüber reden. Ты что-то там закрыл и не хочешь открывать. Du hast etwas dort zugemacht und willst das nicht aufmachen. И все носишься с этим, носишься с этим. Also du läufst durchs Leben damit die ganze Zeit. Может, ты уже отпустишь это? Vielleicht lässt du das endlich mal los. Vielleicht lässt du das endlich mal raus. Vielleicht zerbrichst du das, vielleicht öffnest du das. Und der Herr erwartet das. Ein offenes Herz. Also der Segen kann nicht kommen, solange wir nicht lernen, dieses Gefäß zu zerbrechen. Solange wir nicht lernen, unser Stolz zu zerbrechen. Weißt du, wenn deine wenn deine Haare auf dem Boden sind, dann bedeutet das, dass du sehr, sehr weit unten bist. Und diese Frau, die lag auf dem Boden, die war so weit unten. Und das ist ein offenes, ein zerbrochenes Herz. И всякое смирение Бог возвышает. Und jede Demut tut der Herr erheben. И говорит, во всем мире будет сказано про эту женщину. Er sagt, in der ganzen Welt wird von dieser Frau geredet. Halleluja. Halleluja. Открой свои глаза. Schließ bitte deine Augen.